Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Es gibt die aufgebrauchten Produkte aus dem Monat Januar und es ist wieder einiges geworden, es ist einiges aufgebraucht worden und ich würde sagen, wir starten gleich los mit dem Video, damit es nicht zu lang wird. Ja, von Alverde habe ich hier aus dem Adventskalender die Feuchtigkeitsmaske gehabt mit Bio-Wildrose und Bio-Shea-Butter. Und Feuchtigkeit ist das, was meine Haut momentan sehr, sehr dringend braucht. Und ja, fand ich gut, fand ich vom Duft her gut, würde ich mir nachkaufen, denke ich. Ja. Dann habe ich hier einmal aufgebracht von Isana Young, It's Time for Sleep All Day, beruhigende Tonerdemaske. Fand ich auch recht gut, weiß ich jetzt nicht, ob ich es mir jetzt nochmal nachholen würde. Ja, aber an sich fand ich die nicht schlecht. So, dann habe ich hier einmal ein aussortiertes Produkt und das ist hier von Nivea Essential 5 in 1 Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 20, eine BB-Creme in heller Hauttyp. Ihr seht, ich bin ein heller Hauttyp, aber das ist nicht hell. Das ist Medium oder sonst irgendwas, aber nicht hell. Und ja, ich habe es probiert, ich habe es im Sommer probiert, wo ich ein bisschen mehr Farbe hatte und ja, kann ich vergessen, ist für mich nicht geeignet. Dann einmal, nicht direkt aufgebraucht, mir aussortiert, dieses Face Overnight Summer Skin. Von der Feuchtigkeitspflege her fand ich es sehr gut. Geruch war echt... Naja, gibt's bessere, ne? Ja, von Davidoff Cool Water Woman habe ich hier die Moisturizing Body Lotion aufgebraucht in der Duftrichtung Wave, fand ich. In Ordnung, war eine leichte, schöne Body Cream oder Body Lotion und ja, Duft war auch ganz angenehm, aber so parfümierte Body Lotions, ich weiß nicht, ich bin da einfach kein Fan von, deswegen kaufe ich das nicht nach. Dann auch schon einmal ordentlich eingestaubt. Von Cetaphil die Creme Hydrant Feuchtigkeitscreme, fand ich... Ja, nicht gut. Nee, also ich fand sie nicht gut, würde ich mir deswegen nicht nachkaufen. Dann auch schon länger in meinem Badezimmer jetzt stehen gehabt, einfach vergessen zu verwenden, ist hier von Balayage Perfection Wimpern Serum. In der Zeit, wo ich es verwendet habe, fand ich es eigentlich ganz gut. Es hat die Wimpern schön gepflegt, es hat dafür gesorgt, dass man nicht so viele Wimpern verliert. Und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, das auch nochmal nachzuholen. Von Sephora habe ich hier eine Lippenmaske aufgebraucht, die war in einer Zeitschrift dabei und da muss ich echt sagen, also was mir bei diesen Lippenmasken auffällt, die bringen einfach nichts. Also das ist so ein Effekt für 20, 30 Minuten und danach ist es für die Katz, also würde ich mir nicht nachkaufen. Dann ein Produkt, was ich richtig gut fand, ist hier von Chiara Ambre die straffende Hydrogel-Augenmaske mit intensiver Feuchtigkeit mit Hyaluron und Traubenkernextrakt. Die fand ich richtig gut. Die hat auch hier so ein cooles Muster drauf gehabt. Ich glaube, die sind aber nicht gerade günstig. Könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, nachzuholen, je nachdem, was die kosten. Dann habe ich hier zwei Bäder, einmal von Dresden Essenz, das Winterbeerenbad. Ganz, ganz toller Duft, leckerer Duft. Schön fruchtiger Duft, nicht so typisch so Winterbäder mit Zimt, Schokolade und so weiter, sondern einfach ein schönes, fruchtig, leckeres Bad. Und dann einfach mal die Winterberry Melody von Tracklemoon. Da muss ich sagen, der Duft hat mir schon gut gefallen, aber ist doch sehr dezent. Und Badeschaum? Nein, es ist kein Badeschaum. Kann ich so nicht unterschreiben. Ja, dann habe ich hier einmal aufgebracht von Rexona Maximum Protection Antitranspirant Creme Clean Scent. Finde ich ganz gut. Sorgt halt dafür, dass man nicht schwitzt. Verwende ich abends vorm ins Bett gehen, einmal auf die Achseln auftragen und am nächsten Morgen verwende ich dann nur noch so ein Deo mit Duft ohne Aluminium. Da habe ich hier zum Beispiel das von 8x4 Sing Like a Toucan. Das finde ich vom Duft her richtig, richtig lecker. Ist ein schöner, frischer Duft. Mit Bergamot, White Tea and Lily of the Valley. Ganz, ganz toller Duft und kommt eigentlich auch jedes Jahr wieder in der Duftrichtung, nur ein anderes Design. Dann auch mal einmal aufgebraucht, das habe ich jetzt schon lange, ich glaube, seit dass die Deo rausgekommen sind, Antitranspirant Fit for Sport. Ich weiß nicht, also ich finde die nicht gut. Habe ich für die Schuhe dann zum Schluss verwendet.
bleiben wir bei Deo, weil da habe ich nämlich einige leer gemacht jetzt. Die Limited Edition Winter Care, da habe ich mir auch schon eins nachgeholt. Finde ich richtig gut hier von Dove. Ganz, ganz toller Duft. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann einmal in der Tasche hatte ich hier auch von Dove ein Deo. Und zwar das Invisible Dry Null Alkohol Antitranspirant. Das ist dieses hier. Finde ich auch gut. Hat halt so einen schönen frischen Duft. Finde ich auch ganz, ganz toll. Ja, noch ein 8x4 Deo. Und zwar das Beauty Dragonfruit Karamell und Orchid. Das, ja, fand ich nicht so gut. Deswegen war es auch ziemlich lange in meiner Sammlung. Ja, von Isana ein Duschgel habe ich leer gemacht. Und zwar das Warming Sugar Plum Duschgel mit süßen Pflaumen und Karamellduft. Fand ich richtig toll. Hat halt so einen schönen, rummigen Pflaumenduft gehabt. Also es roch so wie so eine Rumpflaume irgendwie. Also ja, so würde ich es beschreiben. Fand ich richtig toll. Von Batiste einmal aufgebraucht ein Trockenshampoo und zwar das Hydrate. Finde ich für meine trockene Haut richtig gut. Sorgt halt dafür, dass die Haare nochmal so ein bisschen Volumen kriegen. Wenn meine Haare immer ein bisschen ja, platt sind, habe ich mir jetzt ein paar neue Produkte geholt, die ich momentan testen möchte. Und ja, aber das hier finde ich richtig gut, weil es halt die Kopfhaut auch zusätzlich nicht austrocknet. Von Fa habe ich hier ein Duschgel aufgebraucht und zwar das Shower Secrets from Shantytan mit Mandelmilch und Watermelon-Duft. Und das, oh Leute, das riecht so, 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 so gut. Ganz, ganz tolles Duschgel, aber ich glaube, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Würde ich mir aber definitiv nachholen. Dann einmal aufgebracht von meinem Freund hier das Isana Man Duschgel Wild Rebel mit Muskatnuss- und Tonkabohnen-Duft. Und ja, das roch sehr, sehr schön. Richtig toller Duft und ja, hat ihm auch gut gefallen. Ja, noch ein Deo von Dove wieder. Ihr merkt, Dove und Deos, wir sind Freunde. Ist hier das Go Fresh Pfirsich- und Zitronen-Verbenen-Duft. War auch richtig, richtig toll. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es das aktuell gibt oder ob es das nur im Sommer gibt. Aber das könnte ich mir vorstellen, auch nachzukaufen. Ein Nagellackentferner ist leer geworden. Und zwar die Isana Nagellackentferner Fruchtig Frischer Duft. Naja, fruchtig frisch, aber entfernt schön schnell den Nagellack und im Gegensatz zu denen von Evelyn trocknet der meine Nägel nicht aus. Deswegen kaufe ich mir den von Isana lieber nach als den von Evelyn. Dann von Essie ist hier ein Nagellackentferner leer geworden und zwar der Good As Gone Clarifying Nail Polish Remover, also ein klärender Nagellackentferner. War auch richtig, richtig gut. Also gerade für Effektlack ist der super. Der nimmt das wirklich ratzeputz runter. Von Dr. Shell habe ich hier meine Tagescreme heute, nein, gestern leer gemacht. Und zwar ist es die Dr. Shell Organic Apothecary Bio Lavendel für sensible Haut. Und die finde ich richtig gut. Also die werde ich mir definitiv nachholen, wenn mein Vorrat aufgebraucht ist. Schöner Duft, so schön lecker nach Lavendel, mag ich sehr gerne, ich liebe Lavendel und ja, den werde ich mir definitiv nachholen. Die Tagescreme und auch die Nachtcreme möchte ich mir davon holen. Dann einmal leer geworden von Catrice, der Aqua Fresh Hydro Primer Fresh It Up. Finde ich richtig gut, einfach nochmal für meine trockene Haut nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit vor dem Make-up zu geben, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, dann von Balea hier einmal die Micellenreinigungstücher sind leer geworden. Die habe ich verwendet zum Entfernen der Swatches. Und ja, zum Abschminken nehme ich die mittlerweile gar nicht mehr her. Mag ich einfach nicht, trocknet meine Haut aus. Und ja, deswegen nehme ich keine Abschminktücher mehr für das Abschminken an sich her. Ja, wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der wird wissen, welche Make-up-Entferner bei mir immer im Haus sein muss. Und zwar ist es der Garnier Clean Fresh Augen-Make-up-Entferner, entfernt selbst wasserfestes Make-up. Wasserfestes Make-up ist ein bisschen hartnäckiger, geht aber auch runter. Funktioniert natürlich mit ölhaltigen Entfernern wesentlich leichter. Aber den vertragen meine Augen richtig gut. Davon trocknen die nicht zusätzlich aus, sie brennen nicht. Es nimmt das Make-up gut runter und das ist das, was ich von einem Augen-Make-up-Entferner haben möchte. Dann habe ich hier einmal die Isana Wattepads aufgebraucht. Die finde ich gut. Die fusseln nicht so wie die vom DM, also die vom Evelyn. Finde ich daher einfach besser und werden. Ja,
und werden deswegen auch bei mir immer nachgekauft. Ja, dann hatte ich hier einmal die großen D-Make-Up-Expert-Wattepads. Die finde ich im Gegensatz zu den kleinen nicht so gut. Ja, werde ich mir deswegen nicht nachkaufen. Ja, dann habe ich hier einmal ein Tarte aufgebraucht von Yankee Candle. Und zwar ist es das Christmas Magic Tarte gewesen. Ganz schöner Duft, richtig schön rauchig, lecker nach Weihnachten. Einfach gefällt mir richtig gut. Ja, von Michalski ist hier noch ein Duschgel leer geworden. Und zwar ist es die 03 Aromadusche mit Gletscherwasser, Baumwolle, grüne Minze, weißer Tee und Edelweiß. Und ja, das ist dieses helle Duschgel gewesen. Und das fand ich auch richtig, richtig gut. Hat halt so einen schönen frischen Kick gegeben unter der Dusche. War halt nicht süß, nicht cremig, sondern einfach so ein schöner, frischer Duft. Hat mir richtig gut gefallen. Und die Tee bei Teti Sepp Duschgel mag ich sowieso sehr gerne. Und die Michalski Editions sind auch alle echt gut. Ja, dann habe ich hier nochmal Augenpads aufgebraucht. Und zwar die Balea straffende Hydrogel-Augenmaske mit Koffein und Hyaluron. Das ist die aus dieser Limited Edition gewesen. Finde ich auch richtig gut. Im Vergleich zu dem Chiara Ambre vom Anfang nicht ganz so reichhaltig, aber so für den Preis absolut empfehlenswert. Jetzt fällt es mir gerade erst auf. Das habe ich ehrlich gesagt nicht als Fußbadekristalle aufgebraucht, sondern als Badezusatz. Okay. Ja, hat auch funktioniert, hat nicht geschadet, fand ich gut. Und von Dresden Essenz, du bist ein Geschenk, Pflegebad mit Bio-Shea-Butter und Pistazienduft. Das fand ich auch so mega gut. Also das, wenn es nächstes Jahr wieder zu Weihnachten gibt, kommt es definitiv in meine Einkaufstasche. Finde ich richtig gut. Ja, hier einmal aufgebraucht von Avène Euthermal das Thermalwasser zum Einsprühen fürs Gesicht. Habe ich jetzt einfach mal den Rest noch aufgebraucht. Ja, finde ich gut. Würde ich mir auch nachholen. Allerdings für den Sommer, muss ich sagen. Von Anna Jahrke habe ich hier einmal die Ultra Time Anti-Aging Eye Contour Cream aufgebraucht. Leute, die ist richtig gut. Also das ist ein Produkt, was mega, mega, mega gut ist. Und wäre es nicht so verdammt teuer, würde es mir nachkaufen. Wobei, wenn ich mal so überlege, irgendwann werde ich es mir holen. Jetzt aktuell noch nicht. Ich bin momentan mit anderen Augencremes beschäftigt. Und ja, aber das ist ein Produkt, das auf jeden Fall ganz, ganz oben auf meiner Nachkaufliste steht. Dann habe ich einmal aufgebraucht von BH den Liquid Eyeliner in der Farbe Black. Das ist dieser hier. Und der hat hier so eine Filzstiftform. Finde ich richtig gut. Hat richtig schön Eyeliner gezogen. Damit konnte man auch schön den Wink ziehen. Gibt halt jetzt keine Farbe mehr ab und deswegen kommt der weg. Und auch von BH Cosmetics hier den HD Brow Pencil, den finde ich auch richtig gut. Und den wollte ich mir letztens im DM nachkaufen, aber im DM gibt es den in der BH Cosmetics Theke nicht. Also zumindest bei uns nicht, was ich echt schade finde, weil der ist echt besser als der Catrice Slimatic, weil der nicht ganz so wachsig ist und der sich nicht so schnell aufbraucht. Deswegen finde ich den besser und ja, muss ich mir mal nachbestellen bei BH Cosmetics. Und ja, fand ich richtig gut. Von Revlon habe ich hier einmal aufgebraucht meinen geliebten Concealer. Der neue ist schon in Verwendung und ja, da kommt einfach nichts mehr raus. Ist die Farbe 01 Fair. Finde ich richtig, richtig gut. Hält lange her, kriecht nicht in die Fältchen, trocknet die Augenpartie nicht aus und deswegen ein absolutes Must-Have für mich. Ja, dann einmal aufgebraucht von Total Temptation die Mascara. Ja, wenn man die aufträgt, es bröselt einfach viel zu schnell wieder von den Augen runter. Deswegen ist sie einfach zu trocken mittlerweile und deswegen aufgebraucht. Kaufe ich mir aber auch nicht nach, weil ich dieses Riesenbürstchen nicht gut fand. Und ja, mir die Wimpern damit einfach auch nicht gefallen haben. Ja, dann einmal aussortiert. Das hatte ich in einer Glossy Box und zwar von Alverde, das Stripped Foundation 01 Light. Ich hatte es mal ausprobiert als Foundation und nee, Leute, es wäre mein Farbton. Aber es krümelt unsagbar schnell. Man kriegt es nicht eingearbeitet, ist total fleckig und deswegen ein absolutes Flop-Produkt für mich. Ja, dann einmal aussortiert hier von Suella das Blissful Mistful. Das ist auch noch gut an sich, aber ich nutze es einfach nicht. Ich verwende es einfach nicht. Es ist richtig süß, der Duft ist richtig schön,
aber ich bin einfach nicht der Typ, der mir ständig hier irgendwo die Creme mit dem Duft hinschmiert und deswegen sortiere ich das aus. Ja, und das letzte Produkt, das ich aussortiere, ist hier von Bella Pia, die Pro Conceal Palette. Das sind so, ja, Creme-Produkte zum, ja, Color Correcten auch. Und ich muss echt sagen, also so Creme-Produkte, ich finde es immer cool, sowas auch mal zu testen, aber ich verwende es dann doch seltener. Und wenn ich es verwende, dann finde ich es immer echt blöd, dass sobald irgendwo ein Fussel rumfliegt, dass der in dieser Palette drin ist. Deswegen finde ich die auch immer so ein bisschen, ja, nicht so ansprechend, muss ich sagen. Ja, deswegen auch aussortiert. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt alle meine Produkte aus dem Monat Januar, die ich aufgebraucht habe. Ich muss dazu sagen, bei den Deos, ich habe halt wirklich jetzt einfach mal die Deos verwendet, wo nur noch so ein Sprudel drin war. Und damit die einfach mal leer werden. Und die Duschgele genauso. Also ich habe auch aktuell wieder 10 offene Duschgele in meinem Bad stehen. Shame on me. Aber ich wechsle da einfach gerne durch und deswegen habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen mehr aufgebraucht. Ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr so für Produkte aufgebraucht habt. Das würde mich mal sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!